Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Heute werden wir in ein neues Buch schauen, das Buch Der Kolosser. Und ich habe das Thema heute überschrieben, bist du freigekauft? Wir lesen, er hat uns errettet, Kolosser 1, Vers 13, aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Dieses Wort hier, Erlösung, bedeutet auch freigekauft von der Sklaverei. Die Bibel sagt, dass der Mensch grundsätzlich durch die Trennung von Gott wie versklavt ist in der Sünde. Und grundsätzlich ist es ja so, wenn jemand hoch verschuldet ist, ist er ja nicht versklavt, gibt es in dem Sinne heute, zumindest in der westlichen Welt, vielleicht in dieser Form nicht mehr. Aber er ist wie abhängig. Er kann nicht anders. Ein Haus, was verschuldet ist, gehört letztendlich, auch wenn ich drin wohnen kann, gehört es der Bank. Ich bin der Bank verpflichtet. Und wenn ich nicht zahlen kann, wenn ich nicht mehr das tun kann, was sie verlangt oder was vertraglich ausgemacht ist, dann hat sie das Recht, nicht nur mich vor die Tür zu setzen, sondern letztendlich über das Haus zu verfügen, es zu verkaufen. Es gehört letztendlich nicht mir. Erst wenn es dann eigentlich übergeben ist, weil die Schuld getilgt ist. Nun zeigt die Bibel, dass wir alle hoffnungslos überschuldet sind in der Sünde. Kein Mensch ist gerecht, sagt uns der Römerbrief. Wir alle haben gesündigt. Jeder Mensch ist irgendwie irgendwo schuldig geworden vor Gott. Und das nicht nur einmal, sondern zigfach. Und so zeigt uns die Bibel, dass da etwas ist, was Einfluss nimmt in einer zerstörerischen, teuflischen, finsteren Art und Weise auf die Menschen. Und wer nun kauft uns frei? Wer erlöst uns? Wer bringt das in Ordnung? Nun, die Frage ist ja immer, wer ist denn bereit, den Preis überhaupt zu zahlen? Das sieht man ja bei Lösegeldforderungen. Da wird also jemand gefangen genommen und dann möglichst jemand Reiches und dann heißt es, diese, jene Millionen müssen bezahlt werden. Aber wer ist bereit dazu? Man kann nur hoffen, dass die Eltern bereit sind, diese Summe zu zahlen oder dann eben einen Weg finden, wie sie das Kind befreien können. Aber eines wird deutlich, der Wert wird dann letztendlich bestimmt, wenn jemand bereit ist, den Preis zu bezahlen. Es gibt ja Kunstwerke, die nicht besonders schön aussehen und doch sind Leute bereit, einen großen Preis dafür zu bezahlen, weil sie einen Wert darin sehen und erkennen. Die Bibel zeigt uns, dass die Liebe Gottes in sich selbst so groß ist, dass er seinen Sohn gegeben hat für alle Menschen, mit alle, die an ihn glauben, die das in Anspruch nehmen, nicht verloren gehen, sondern Rettung erfahren. Genau das ist hier gemeint. Er hat uns errettet aus der Finsternis, hat uns versetzt in sein Reich. Er hat letztendlich die Gültigkeit erworben, dass wir frei sind. Frei vom Tod, frei von der Sünde, frei von der Verdammnis, frei von all diesen zerstörerischen Kräften der Finsternis. Wir sind frei und sollen auch als solche leben, so sagt es uns die Schrift. Aber wer hat bezahlt? Nun, Gott hat bezahlt. Was war der Preis? Es war der höchste Preis, der jemals gezahlt wurde, nämlich Gott selbst in Form von Jesus Christus, seinem Sohn. Er kommt auf die Erde und er bezahlt den Preis der Sünde. Er lebte sündlos und doch trug er die Strafe der Sünde auf sich. Und das ist diese Vergebung der Sünde, wenn wir das in Anspruch nehmen. Nicht, dass wir besser sind, nicht, dass wir es beweisen, sondern dass wir es in Anspruch nehmen. Nichts habe ich dafür getan, dass mir vergeben wurde. Er hat alles getan. Das, was wir tun dürfen, ist, dass wir uns beugen, ja, dass wir das in Anspruch nehmen, dass wir das für uns glauben, dass wir das für uns als Maßstab, ja letztendlich als Fundament unseres Lebens nehmen, dass wir, die wir gescheitert sind und auch immer wieder scheitern, dass wir letztendlich wissen dürfen, Jesus Christus hat für meine Sünde und Schuld bezahlt. Das heißt dann nicht, ach, da kann ich ja machen, was ich will. Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Es bedeutet vielmehr, Gott, veränder du mich. Schaff du mir jetzt in und durch die Freiheit etwas Neues. Ich bin nicht mehr gebunden, ich bin nicht mehr abhängig, ich bin nicht mehr letztendlich versklavt, sondern ich bin frei. Und als freier Mann herrscht nicht mehr die Sünde unter uns, so sagt es die Bibel, sondern wir sollen herrschen über sie. Und er nun will durch seinen Geist uns verändern. Das bedeutet es, frei zu sein, auch von dem Gefühl von Verdammnis. Dinge, wo wir wünschen, ich könnte und würde ich das doch nur ändern können, nochmal zurückgehen. Wir können es nicht, aber wir dürfen frei sein von diesem Gewissen, von dieser Qual, die so viele Menschen quält. Dinge, die zerstörerisch auf unser Leben eingewirkt haben oder wo wir selbst zum Täter geworden sind und zerstörerisch auf andere Leben eingewirkt haben. Wir dürfen mit all diesen Dingen zu ihm kommen und er hat uns freigekauft. Wie wunderbar.
Ich wünsche uns das, dass wir das nicht nur erleben, sondern dass wir das tagtäglich letztendlich erfahren. Nicht nur als ein Lippenbekenntnis, sondern letztendlich in der Realität, in der es auch ist, nämlich im Alltag unseres Lebens, und dass wir es auch weitergeben, dass wir diese Erfahrung machen, die so wunderbar ist, nämlich, dass es nicht nur für einzelne Menschen ist, sondern für die vielen. Lasst uns doch davon auch anderen erzählen, dass sie das erfahren, in Jesus Christus frei zu sein. Gott segne euch. Wir sehen uns gerne wieder.